Das Spiel ist auch wirklich, ist in der Beschreibung nett gemacht, dass die Autorinnen, ja, das Spiel sich quasi auch beim Kaffee trinken, weil Kaffee trinken ihre Leidenschaft ist, sich ausgedacht haben. Irgendwie merkt man das auch. Hallo meine lieben Freunde analogen Unterhaltung und willkommen zu einem weiteren Video hier bei Hunter & Friends. Und heute stelle ich euch mal wieder ein Familienspiel vor, Café del Gato. Del Gato. Wie auch immer, die Mischung macht's. Von Schmidt Spiele in der Frühjahrsneuheit 2023 ab 8 Jahren, 2 bis 5 Spieler, 30 Minuten Spieldauer. Und ja, dann könnt ihr schon sehen, wirklich ein Familienspiel und aus meiner Sicht ein sehr schönes Familienspiel. Erdacht haben es Lena Burkhardt und Julia Wagner. Vor allem Lena Burkhardt kennt man durchaus, Vater ist auch Spieleautor, hat schon einige nette Sachen gemacht. Und hier müssen wir jetzt Kaffeekreationen herstellen aus Milchschaum und Kaffee, also vom simplen Espresso bis zum Latte Macchiato. Da geht es darum, eben sich Milchschaum und Kaffeeplättchen zu besorgen und die dann in der richtigen Reihenfolge sozusagen ja, in die Gläser zu schütten. Das Ganze ist wirklich sehr schön. Das werde ich gleich im Fazit dann auch nochmal ausführen, was mir daran gut gefallen hat. Es gibt eine kleine Regelübersicht, aber die Regeln wirklich auch ganz schön klar, einfach, trotzdem raffiniert aus meiner Sicht. Und dann ja, sehen wir uns gleich wieder beim Fazit. Hier sieht das Material aufgebaut. Ich habe hier unten nur für einen Spieler die fertigen Kaffeespezialitäten hingelegt, aber der Spielaufbau selber ist für eine höhere Spieleranzahl genau gleich. Im Spiel gibt es 5 Kaffeespezialitäten, einen Espresso, so ein Kaffee Lungo würde ich sagen, das ist so Milchkaffee, Cappuccino und Latte Macchiato. Und die gleichen Sorten sind auch hier in diesen Wertungsplättchen nochmal abgebildet. Cappuccino, ne? Latte Macchiato, Cappuccino und so weiter und so fort. Und ihr seht, diese Wertungsplättchen haben unterschiedliche Wertigkeiten. Von diesen mittleren gibt es jeweils nur 1. Und dann gibt es von der untersten Wertigkeit für jeden Spieler nochmal genug. Und das Ganze ist halt einfach so gedacht, dass quasi man diese Plättchen versucht zu bekommen. Und nur diese Wertigkeiten am Ende zählen Punkte tatsächlich. Und dann noch so ein bisschen, was man vielleicht noch übrig hat an Zucker. Es gibt hier das Geld, damit kaufen wir unseren Kaffee und unseren Milchschaum, den wir brauchen, um das hier auszuliefern, um die Kaffeespezialitäten zuzubereiten. Aber das Geld ist am Ende tatsächlich nichts wert. Wichtigster Bestandteil des Spiels ist hier dieser Espresso-Automat, Kaffeeautomat. Den müssen wir am Anfang vom Spiel befüllen. Und auf der linken Seite befüllen wir ihn hier mit Milchschaum und auf der rechten Seite befüllen wir ihn mit Kaffee. Die ziehen wir aus dem Sack und wir sehen, die haben unterschiedliche Wertigkeiten. Es geht bis von 1 bis 4. Ich mache mal hier nochmal einen Vierer hin, um euch das zu zeigen. So, zack. Und jetzt ist es so, die Hauptaktion im Spiel, wenn man dran ist, ist, man kauft sich neuen Kaffee. Und das ist auch die erste Aktion, die ich euch erklären kann. Und da guckt man einfach, möchte ich jetzt Milchschaum kaufen oder Kaffee? Und ganz cleveres Prinzip, es kostet immer, was auf der Gegenseite ist. Das bedeutet, um hier diese 3er Milchschaum zu kaufen, muss ich ein Geld bezahlen. Um den 2er Kaffee zu kaufen, muss ich ein Geld bezahlen. Kaufe ich hier oben, wird es nochmal ein bisschen teurer. Diese Reihe plus 1, diese Reihe plus 2 Geld. Wir haben ein Startkapital von 5 Geld. Startspieler startet mit 4 Geld. Und wenn ich hier eins kaufe, dann rutscht es hier so runter und es wird einfach hier oben nachgefüllt. Das ist schon mal ganz cool. Und wir können auch gucken, wenn der jetzt hier kauft zum Beispiel, dann wird der Vierer teurer. Und so. Also es ist ganz, ganz nett gemacht. Die Zahlen, was bedeutet das hier alles? Also zunächst einmal die Zahlen selber, die werden nachher beim Ausliefern wichtig. Diese Zahlen, je höher ich sozusagen, je höhere Zahl ich mit meinem Kaffeespezialität erreiche, desto höheres Plättchen kann ich nachher nehmen, um nochmal zu gucken, wie das hier funktioniert. Ihr seht hier den Latte Macchiato. Wenn ich dann so ein Plättchen nehme, ich muss immer von unten nach oben anfangen. Das heißt, um den Latte Macchiato da schon anzufangen, der ist natürlich der größte, brauche ich auf jeden Fall am Anfang einen Milchschaum, um den hier unten hinzulegen. Ich kann ihn nicht hier hinlegen oder hier hin, das geht natürlich nicht. Ich kann also nicht mit dem Kaffee hier anfangen und so seht ihr, jede Kaffeespezialität hat halt so ein bisschen eine andere Art hier
zusammengesetzt zu werden. Was ist noch auf dem Plättchen? Ihr seht hier, das ist so eine Temperatursymbol. Es gibt drei verschiedene. Kalt, ich glaube mittelwarm und warm. Oder das ist mittelwarm, ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall, diese drei verschiedenen gibt es. Erstmal ist es egal, ich kann mein Kaffee hier machen, wie ich möchte. Das wäre auch möglich. Aber ich habe so ein bisschen Interesse daran, irgendwie zu versuchen, das gleichförmig zu machen. Warum? Weil wenn ich später den Kaffee verkaufe, kriege ich mehr Geld, wenn ich zum Beispiel das nur in einem Symbol habe oder nur in zwei Symbolen. Wenn ich dann, es gibt ja nur drei verschiedene, wenn ich drei Symbole verschiedene habe, dann kriege ich halt am wenigsten Geld, wenn ich den Kaffee ausliefere. Und dann als letztes gibt es hier noch dieses kleine Zuckerwürfelchen. Da bekomme ich dann einfach immer, wenn ich so ein Zuckerwürfelchen nehme, kriege ich einfach einen Zucker, den kann ich einfach so ein bisschen in meinen Vorrat legen. Zweite Möglichkeit ist ausliefern. Um auszuliefern, muss ich mindestens einen Kaffee fertig haben. Ich kann aber auch in einer Aktion gleich mehrere ausliefern, ist natürlich ein gewisser Vorteil, aber dann bin ich vielleicht später dran, kann auch ein Nachteil sein, wie wir gleich sehen werden. Zunächst einmal kriege ich Geld, wenn ich meine Kaffeesorten ausliefere. Das Geld wird aber nur davon bestimmt, ja, wie viele verschiedene Temperatursteine ich habe, natürlich auch welche Sorte von Kaffee es ist. Davon gibt es hier dieses kleine Übersicht. Und ihr seht, beim Latte Macchiato habe ich alles in einem, das hätte ich jetzt hier geschafft, dann würde ich 7 Geld bekommen, habe ich 2 verschiedene benutzt, 4. Hier zum Beispiel habe ich 2 verschiedene benutzt für meinen Cappuccino, da kriege ich dann 3 Geld dafür. Klar, der Espresso, der besteht nur aus einem Stück, da gibt es nur die Variante mit einem, da kriege ich einfach immer ein Geld dafür. Und dann im zweiten Schritt, nachdem ich das Geld bekommen habe, kann ich jetzt sozusagen Wertungsplättchen nehmen. Ich kann maximal das höchste Wertungsplättchen nehmen, was ich erreichen kann oder niedriger. In dem Fall würde ich ein 6er-Plättchen hier für meinen Latte Macchiato bekommen können. Wenn es das noch gibt, kann ich das nehmen. Aber mal angenommen, das 6er-Plättchen wäre schon weggekauft gewesen von einem Mitspieler. Dann sieht es nämlich so aus, dass ich, also das 6er-Plättchen würde hier dazwischen liegen, das ist aber schon weggekauft. Dann ja, habe ich nur noch das 8er-Plättchen oder ich muss das 3er-Plättchen nehmen. Also schon ein Riesenunterschied. Da kommt jetzt der Zucker ins Spiel, weil den Zucker, den kann ich sozusagen frei noch irgendeinen Kaffee reinschmeißen. Auch thematisch wirklich witzig gemacht. Und wenn ich jetzt hier mal angenommen, ich hätte 2 Zuckerplättchen, das habe ich hier zum Beispiel, ich habe hier auch 2 Zuckerplättchen ja genommen, ich hätte 2 Zuckerplättchen, dann könnte ich die noch in meinen Cappuccino reinschmeißen, mit abgeben und dann würde ich es auf die 8 schaffen. Ja? Und dann wird das hier alles abgeworfen, man nimmt es hier so, legt es hier so hin, man kann jeden Kaffee im Spiel nur einmal ausliefern, Spiel ist auch vorbei, wenn ein Spieler alle 5 ausgeliefert hat, wird nur noch die Runde zu Ende gespielt, ja, und dann ist das fertig. Aber hätte ich den Zucker jetzt nicht gehabt und der 6er wäre schon weg gewesen, dann hätte ich halt nur 3 Punkte gemacht. Das muss man sich schon gut überlegen. Und da ist eben diese Timing-Sache wichtig. Wenn ich jetzt warte, bis ich alles sozusagen erstmal voll habe, werden die Mitspieler vorher mir schon die guten Plättchen weggekauft haben. Und hier genauso, hier habe ich jetzt eben 6, 7, 10 erreicht. Und da kann man aber auch sehen, da bin ich schon im Dilemma. Weil hier gibt es quasi nur 8, 11, 14 und 16, jetzt habe ich aber meine beiden Zuckerplättchen schon weggeschmissen. Das heißt, jetzt könnte ich hier nur die 8 nehmen. Also mal genommen, die gibt es überhaupt noch. Die 11 habe ich halt einfach nicht erreicht. Ja, so. So funktioniert das. Und wie gesagt, Spiel ist dann zu Ende, wenn man, wenn ein Spieler alle seine 5 Kaffees fertig hat. Runde wird noch zu Ende gespielt. Startspielermarker wird natürlich am Anfang verteilt. Und die dritte Aktion, die ich einfach noch nicht erklärt habe, die ist ganz simpel, wenn man sonst nichts macht. Man nimmt sich einfach 2 Geld aus dem Vorrat. Und das waren schon die ganzen Regeln. Café del Gâteau war eine kleine Überraschung für mich. Ich habe nicht allzu viel von dem Spiel erwartet. Ich finde, das Cover ist sehr niedlich und nett. Hat übrigens der Robin Struss oder die Robin Struss, weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube, nehmen wir an der Robin Struss sich ausgedacht. Ist schön, ist auch ein bisschen erfrischend. Trotzdem springt es einen jetzt nicht sofort mega an. Vielleicht liegt es auch daran, dass natürlich es schon etliche so Kaffeespiele gibt. Das Thema ist jetzt nicht sozusagen besonders aufregend im ersten Moment. Aber
Wenn man das Spiel dann auspackt, merkt man schnell, erstens, das Material ist wirklich auch sehr liebevoll gemacht. Diese Kaffeesteine, ja, die sind auch so ein bisschen so ein Azulstein-Look and Feel, ja, also liegen sehr schön in der Hand, sehr schön geschmeidig. Und ja, auch der Rest des restlichen Materials, diese großen, schönen Kaffeetassen aus Pappe, die wir dann benutzen, um das eben, um die da abzulegen, ist nett. Am Anfang ist man ein bisschen, muss man hier so eine fisselige Auslage hinlegen, aber das geht dann doch recht schnell. Man merkt schnell, warum das hier so sein muss. Und da komme ich jetzt eben wirklich auch drauf. Ich finde, Café del Gato ist ein wirklich hervorragendes Familienspiel, um so diesen ersten Schritt zu machen ins strategisch-taktische Brettspiel. Ja, also wirklich, ich habe es auch mit meinen Kindern gespielt, auch bei denen wirklich das Gefühl gehabt, die stehen ja gerade so ein bisschen an der Schwelle sozusagen vom Kinderspiel, Familienspiel richtig zu diesem Schritt zu machen ins Kennerspiel. Und der ist hier sehr schön abgebildet, weil auf der einen Seite ist das Spielprinzip wirklich super simpel. Wir kaufen uns einfach einen Stein oder liefern aus oder nehmen zwei Geld. Also einfacher kann es ja eigentlich nicht sein. Aber der Teufel steckt halt dann so ein bisschen im Detail, weil man dann halt schnell merkt, ah, Moment mal, ich habe ja bald kein Geld mehr. Das heißt, ich muss schon überlegen, dass ich auch mal was ausliefer. Da muss ich mir überlegen, dass ich irgendwie es schaffe, dann auch eben diese Temperaturen möglichst clever, also immer diese gleichen Temperatursteine möglichst clever zu sammeln, weil das gibt mir mehr Geld. Gleichzeitig, wenn ich darauf achte, muss ich vielleicht vernachlässigen, dass ich hohe Punkte nehme, was wiederum dann aber für die Punktauslieferung wichtig ist. Und gleichzeitig am Ende brauche ich ja gar kein Geld mehr. Das Geld ist am Ende nichts mehr wert. Das heißt, es geht nur darum, die Punkte zu kriegen. Da muss ich schon so ein bisschen wirklich dann taktisch überlegen. Und es kommt auch auf die Mitspieler an. Weil, und das ist wirklich eigentlich der größte Gag des Spiels aus meiner Sicht, ist ja wirklich die Tatsache, dass wir uns hier die hohen Punktekarte wegkaufen. Das kann dramatische Folgen haben. Dass zum Beispiel, gerade wenn man jetzt den Extrembeispiel unten beim Latte Macchiato, ne, wenn da die Mitte schon weggekauft ist und da liegt dann noch ein 14er oder ein 16er, oder nur der Vierer-Stapel, ja, dann ist das natürlich ein Riesenunterschied. Aber als Letzter, wenn die anderen da schon vor allem dran waren mit dem Latte Macchiato, dann noch die 14 zu erreichen, dann noch die 16 zu erreichen, wenn man da nicht den Zucker gespart hat, ja, dann wird es schon richtig schwierig. Oder wenn man aus Versehen da beim Latte Macchiato zu sehr auf die Temperatur geachtet hat und gesagt hat, na, dann nehme ich halt auch mal niedrigere Steine, ja, dann kriege ich plötzlich nicht mehr die hohe Wertung hin und muss dann diesen Vierer nehmen, ja, das ist dann schon fast wahrscheinlich das Zünglein an der Waage, das Spiel zu verlieren. Und das ist wirklich sehr, sehr schön und hat uns sehr gut gefallen. Dazu muss man dann sagen, durch das Material ist das Thema eben, ja, es ist jetzt nicht besonders innovativ, aber es ist wirklich hübsch und schön umgesetzt. Das Spiel ist auch wirklich, ist in der Beschreibung nett gemacht, dass die Autorinnen, ja, das Spiel sich quasi auch beim Kaffeetrinken, weil Kaffeetrinken ihre Leidenschaft ist, sich ausgedacht haben. Irgendwie merkt man das auch. Das ist ein richtiges, ja, gute Laune-Spiel. Es ist nett. Es ist auch ein bisschen kompetitiv ist es natürlich schon, weil man sich diese Sachen wegnimmt, aber eben nicht auf eine kompetitive Art, die auch gerade, sag ich mal, bei Kindern jetzt noch nicht zu kompetitiv, ja, wo man auch irgendwie nicht gleich heulen und schreien losrennen muss. Also das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Familienspiel. Klar, es geht nur 30 Minuten und für alle erwachsenen Kennerspieler hat sich das natürlich dann recht schnell erschöpft, diese kleinen strategischen Raffinessen. Aber für diesen ersten Einstieg ist es wirklich ganz, ganz hervorragend. Und ich würde es trotzdem auch immer mal wieder mitspielen. Na, man kann eben auch als Kennerspieler da so ein bisschen taktieren und auch überlegen, was nehme ich jetzt? Zahle ich jetzt mehr Geld, um das zu nehmen? Lohnt sich das? Ja, es ist echt nett. Es ist wirklich nett. Ich fand es wirklich hervorragend und kann es euch wärmstens empfehlen. Und natürlich kann ich euch auch ein Abo empfehlen. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr hier zuguckt. Ansonsten nicht vergessen, dass bis Ende April immer noch meine fiese 10 gilt im Shop. 10% auf alles außer fiese Freunde. Und dass jetzt Österreich und Schweiz endlich auch wieder möglich ist. Meine lieben Zuschauer aus der Schweiz und aus Österreich. Ja, ich zu selten sage ich das ja, dass da wirklich auch etliche Leute zugucken. Also auch die können jetzt endlich wieder mal mir im Shop was bestellen, wenn sie wollen. Und ich sage danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.